Ja, er ist immer wieder ein großes Thema. Michael Varagina, das ist schon klar. Und er ist ein Thema geworden. Misha G. Hat uns letztes Jahr wirklich begeistert bei den Weltmeisterschaften. Sechster Platz. In der Saison bislang lief es nicht optimal. Wird wenn Papa trainiert. Den sehen wir nachher gleich. Bestimmt. Da ist der Jubel nicht ganz so groß, wie wir das vorher bei Ivan Regini gesehen haben. Haben sich da viele kleine Fehler eingeschlichen? Na, also ich fand es eigentlich nicht so schlecht. Die Landung vom Axel war nicht ganz auf rückwärts, aber nicht so schlecht, dass man es abwerten müsste. Was nicht so ganz klar ist, er hat ein unglaubliches Showtalent. Und ich finde einfach mit der Choreografie, mit dem Kurzform, verschenkt er das ein bisschen. Also seine Programme im letzten Jahr haben uns wirklich begeistert. Die Leute haben ihm Standing Ovation gegeben. Jetzt ist er wirklich, habe ich das Gefühl, er schaltet einen Gang zurück. Das kann man mal machen, wenn man jetzt, sagen wir mal, neu im Vierfachen zum ersten Mal im Kurzprogramm springt. Aber er hat seinen technischen Inhalt beibehalten, aber trotzdem eben die. Also ich würde es jetzt mal drastischer formulieren. Im Grunde ist er langweiliger geworden. Mit seinen Programmen. Ja. Angepasster. War nicht mehr so frech. Angepasster, aber ja, nicht mehr so frech, ja, klar. Und damit nimmt man ihm natürlich etwas von der Stärke, die er hat. Er kommt beim Publikum großartig an. Ich weiß nicht, ob sie die Lautstärke des Beifalls mitbekommen haben, liebe Zuschauer, war großartig. Wie überhaupt natürlich die Resonanz hier in Boston. Das ist ja keine kleine Arena.
sehr, sehr großartig ist. Ja. Schon ein guter Platz für eine Eiskunstlauf-WM. Ja, im letzten Jahr war er Sechster bei den Weltmeisterschaften. Das war natürlich ein absolutes Highlight. Das war eine kleine, definitiv kleine Sensation, die er da in Shanghai realisiert hat. Ob das daran liegt, dass er natürlich auch Chinesisch spricht? Also, was ich ja echt krass finde, er spricht fließend Englisch, ja. Chinesisch und Russisch. Ja? Wenn er jetzt noch irgendwie Spanisch lernen würde, könnten sich wahrscheinlich mit 70% der Weltbevölkerung irgendwo unterhalten. Ja? Gut, so viel Zeit hat er nicht, er muss trainieren. Wertung. Ja, 77,43 Punkte. Ja. Wird nicht für einen Top-10-Platz nach dem Kursprogramm reichen.